Der Winterthur, vollständig Windi aus dem wunderschönen Winterthur. Heute bringen wir uns mal ein bisschen die deutsche Fankultur näher. Die deutsche Fankultur näher, die kein Schwanzlutscher auf dieser Welt braucht. Heute schauen wir mal ein paar Videos zu Red Bull Leipzig. Ein Verein, den ich gottlos hassen. Ein Verein, wo jeder Fußballfan gottlos hassen sollte. Das, was wir hier sehen werden, sind 3 Videos. Und das, was wir hier sehen werden, ist absoluter Cringe. Absoluter Dreck. Absolute Drecksmenschen. Sorry, dass ich so sagen muss, aber wer so ein Konstrukt befürwortet, so ein Konstrukt unterstützt, ist in meinen Augen einfach nur Dreck. Warum? Wir schauen mal zuerst und ich sage dann, wieso ich selber finde, dass Red Bull, so ein Konstrukt wie Red Bull, absoluter Dreck ist. Gut, als erstes habe ich ein Video Tradition versus Kommerz. Das ist vor allem witzig, weil man den Red Bull Fanmarsch sieht. Gehen wir uns einfach mal rein. Oh, es ist schwer leislig, aber ja, es geht nicht lauter, das Video ist so leislig. Dann mache ich da noch ein bisschen Dings lauter, Alter. Oh, ist Desktop? Warte mal schnell. Desktop Audio. Wir singen jetzt, wir sind in einer Kurve, auch wenn sie gerade ist. Alter. Und du gehst euch den Mopo. Mann, das ist Red Bull, Alter. Das ist so. Nein, ich schwöre. Was ist das, Alter? Was ist das? Nicht gegen die Kids, Alter, aber auch so kleine Kinder. Zwölf vorne am Mitlaufen, Alter. Was ist das, man? Vor allem einfach so eine Masse, wo voller so. Weiß nicht, Alter. Voller einfach etwas. Voller etwas, man. Voller so. Nichts. Die sind einfach alle so etwas. Etwas, aber nichts. Nichts Einheitliches. Einfach so irgendwelche Hobbyspasten, die irgendwo angehen, Alter. Irgendwie. Ey, wie, Alter? Wir stehen in einer Kurve, auch wenn sie kann! Alter, der Text macht mich zum, bringt mich zum Durchdrehen, Alter! Der fucking Text bringt mich zum Durchdrehen, Alter! Wir stehen in einer Kurve, auch wenn sie gerade ist. Alter! Wir! Wir stehen in einer Kurve. Digga! Nein! Nein, einfach nicht, Mann! Das ist geil, Alter! Das ist stimmig! Nimm mal den Kopf her und fick die Kaminiore! Digga! Bro, was ist das? Was ist das, Alter? Was bist du? Was stellst du da? Bro, schau dich mal an! Hast du schon mal in den Spiegel angeschaut, Alter? Nein, Alter! Der sieht aus, als hätte irgendwie ein Stier und der Red Bull Dose gefickt hat und es hätte das Kind gegeben und dabei kommt das raus, Mann! Nein, Mann, was ist das? Du genau! Nein! Oh, ich komme Aggression über. Alter, die Menschen! Die gehen ernsthaft. Die meint das ernst, Mann! Die meint das ernst! Die gehen dort ernsthaft hin und singen für ihres Markenprodukt, was vielleicht seit 2-3 Jahren gibt. Dezumals, das ist ein altes Video. Meinen die das ernst und unterstützen das und gehen dort hin und haben Spass und denken so, sie sind eine Fankultur, die denken da wirklich so, die sind cool oder keine Ahnung, Alter. Nein. Bro, Alter, die Trommel ist lauter als die 3 Leute, die hinten singen. Oh gut, ist ja nicht schwierig, aber. Alter. Vorwärts, vorwärts, Rasenmarsch von Leipzig, du bist mein Verein. Ich weiß nicht, ob ich brüllen oder lachen soll. Oder ob ich einfach versuchen soll, beides gleichzeitig. Es sind gerade so viele Emotionen in mir drin, wenn ich. Das schauen, Alter, das ist einfach ein lächerlicher Haufen Elend. Ein lächerlicher Haufen Elend, der durch irgendeinen scheiß Wald läuft.
es sieht aus, als wäre es irgendeine Spielgruppe ohne Ziel, wo auf irgendeiner Schnitzeljagd ist und irgendeine Plakette aufhebt und zuerst vorne ist das Red Bull Dose Stier gefickte Missgeburten-Ding, Alter. Nein, Mann. Nein. Das wird es immer sein. Vorwärts, vorwärts, Rasenmeister Leipzig, du bist mein Verein. Digga, es singt einfach nur einer gerade. Einer ist noch ein bisschen am Singen. Was ist das für eine, Mann? Was ist das? Das ist geil! Ja, oh shit. Das ist eine Einheit, das ist eine Masse, Mann, das ist geil! Gut. Ey, ich habe das vor Jahren habe ich das mal gesehen. Also, die machen jetzt so einen Appell in Videoform an ihre Red Bull Ultras, an ihre Red Bull Fanatiker, an ihre Red Bull Fans. Machen die jetzt eine Ansage? Ich habe es doch vorher ein bisschen durchgeskippt, Alter. Also, das hören wir uns jetzt sehr genau. Also, Red Bull Leipzig. Der Verein, wo es die Kürzung gibt. Wir können noch einiges verbessern. Wir stehen jetzt zusammen seit ein paar Wochen, Monaten, Jahren. Vielleicht sogar Jahr. Sie stehen schon zusammen seit ein paar Wochen, Monaten. Vielleicht sogar Jahr. Krass, Alter. Krass, vielleicht sogar 2 Jahre. Boah. Digga, die gehen ja durch dick und dünn. Die gehen ja durch dick und dünn. Digga, die sind mehr verwundert als ich mit meiner Familie. Die gehen schon so jahrelang und Hand in Hand und so. Vielleicht sogar schon. Aber es ist auch passiert, dass sich die Leute von unseren Gegnern haben einschüchtern lassen. Also von dem Stier Red Bull Dose Missgeburt. Hätte ich mich auch einschüchtern. Bro, ganz im Ernst, wenn ich dem im Dunkeln begegne, Alter. Digga, von mir aus könnte der grösste, schlimmste Messerstecher kommen, aber würde ich das Stier Red Bull Dose Missgeburt Opfer da begegnen, Digga. Ich hätte Angst, es ist so, ich würde rennen, Alter. Rennen wie nie zuvor. Wir müssen hinter der Mannschaft stehen, der 12. Mann sein, immer. Hey Leute. Bro, und dann haben sie das Maskottchen, wo Red Bull draufsteht. Nein, Alter! Die meinen das ernst! Die meinen das ernst, oder? Die sehen doch, dass da jemand irgendwas. Oh. Digga. Der ganze Verein ist doch Satire. Das ist doch ein soziales Experiment. Das muss doch ein soziales Experiment sein. Bitte, lieber Gott, mach das, dass es ein soziales Experiment ist. Ich kann sonst nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich schwöre auf alles, ich kann sonst nicht mehr. Hey, Leute! Wisst ihr noch, wie das letzte Spiel war? Ihr müsst auch mal zur Auswärtsfahrt mitkommen. Das macht einfach mal verdammt Laune. Dort sind die Leute, die richtig Spaß haben, wo richtig mal eine Party abgeht. Leute, dieses Jahr haben wir mit 500 Mann bei 10.000 Zuschauern das Heidenheimer Stadion zum Kochen gebracht. Heimspiel in Heidenheim, schalalala. Bruder, mach mir keine Angst, Alter. Bro, ich habe Angst vor dem langsam. Digga. Bro, Alter, was ist das gesagt? Hat er einen Anfall gehabt? Einen epileptischen oder so, Alter? Bruder, ich würde das mal vom Arzt untersuchen lassen. Ist ja nicht normal, wenn man auf einmal so... Müsst ihr schauen, er ist einfach so in Trance und plötzlich hat er einen Anfall. Müsst ihr ihn genau anschauen. Er schaut jetzt einfach so am Boden, er ist in Trance, plötzlich hat er einfach einen fetten Anfall. Plötzlich so, als hätte irgendwie so einen Schalter umgeklickt und hat seinen Red Bull Stier, Dose, Missgeburtenanfall. Heidenheimer Stadion zum Kochen gebracht. Heimspiel in Heidenheim, schalalala. Und zum Heim. Bruder, ich kann nicht mehr, Alter. Bro, Alter.
Ich habe mich gerade abcringed, Alter. Ich habe mich gerade richtig abcringed. Komm, letztes Video noch, bevor wir zum letzten Video gehen. Aber hey, wieso ist Red Bull der grösste Rotzwurf, der Welt gibt? Digga, die Vereine, die jetzt in der Bundesliga spielen oder auch in der Schweiz, die gibt es seit hunderten von Jahren. Die haben klein angefangen, ohne Geld, Mann. Die haben kein Geld gehabt, die haben alles aufgebaut. Die haben aufgebaut. Die haben Trainer rekrutiert, Spieler, die haben von null angefangen. Über Jahre lang ist das ein Prozess gewesen. Die Vereine haben eine Verbundenheit bekommen mit der Stadt, mit den Menschen, mit dem Volk. Das ist eine Verbundenheit über Jahre, wo das geht. Der Vater vom Vater hat die Vereinskultur, die Traditionen, die der Verein jedes Wochenende wieder lebt, jeden Tag lebt, an seinen Sohn weitergeben. In Liebe, in Herzhaftigkeit hat er ihm das weitergeben, wie es sein grösster Wunsch ist. Und die Tradition hat gelebt und weitergelebt. Und das ist einfach eine Kultur, die entstanden ist. Was ist Red Bull? Red Bull, der Verein ist einfach nur entstanden, zum Werbung für eine Marke machen. Er ist einfach nur aus dem entstanden. Das ist ein Markenprodukt. Der ist nicht aus der Liebe zum Fußball entstanden. Alle Vereine in der Bundesliga sind ursprünglich zu der Liebe zum Sport, zu der Liebe zum Fußball entstanden. Und die Fankulturen haben sich zu der Liebe zum Fußball sind dann entstanden. Oder haben sich dann so entwickelt. Was ist Red Bull, Alter? Red Bull ist nicht zu der Liebe zum Fußball. Es ist zu der Liebe zum Geld ist Red Bull entstanden. Das ist das große Problem. Es ist zu der Liebe entstanden, eine Marke populärer zu machen. Eine Marke weiter zu verbreiten, Alter. Und das ist eigentlich arm. Es ist einfach ein Markenprodukt, ein Fußballverein, was ein Markenprodukt ist. Wie krank ist das eigentlich? Wie absolut krank ist das eigentlich? Da gibt es so einen elendigen Vollidiotenhaufen, wo der Scheiß noch supportet. Das ist absolut lächerlich. Jeder von diesen Vollidioten sollte sich schämen. Informiert die sich nicht über ihren Verein, Mann. Die haben keine Ahnung über Fußballkultur. Die haben einfach keine Ahnung von Tradition, was es bedeutet. Was es bedeutet, von Herzen den Fußball zu lieben. Die wissen das nicht, Mann. Wegen dem sind das in meinen Augen sind das Abfallmenschen. Abfallmenschen, Mann. Verpisset euch, Alter. Jeder, der Red Bull-Fan ist und das schaut, der abonniert mich sofort, Alter. Ich will deine Anwesenheit nicht auf dem Kanal haben. Gut, das werden keine Red Bull-Fans schauen. Okay, wer weiß. Also, gut. Wir gehen zum lustigen Interview über. Ich beruhige mich wieder ein bisschen. Das ist richtig lustig. Richtig lustig. Ich habe auch wieder den Anfang ein bisschen reingeschaut und ich bin schon bei der ersten Antwort durchgetragen. Bro, wieso hat es keinen Ton? Ah. Und feiert den Pokalsieg. Hier ist es wirklich rappelvoll. Ich habe hier fast gar keinen Platz. So, wann bist du RB-Fan? Bis 2090. Ja. Okay, keine Ahnung, was der aber der ist einfach irgendwas. Okay, jetzt wird es lustiger. Bei mir ist es letzten Jahr. Boah, seit 2017 schon Fan und sie sind letztes Jahr schon Fan. Ja, die sind durch dick und dünn und Fan. Die haben alles erlebt. Pistolenschuss, Bombensplitter, alles erlebt haben die zwei mit Red Bull. Eigentlich erst seit letztem Jahr, wo sie wirklich auch den Pokal schon gewonnen hatten, ja. Seit letztem Jahr, weil sie den Pokal gewonnen haben, natürlich. Weil sie den Pokal gewonnen haben. Wie kam es dazu? Ich bin da nicht geguckt nach einem guten Verein. Verstehst du die? BVB, Borussia Dortmund, Borussia Dortmund. Ich bin jetzt BVB-Fan. Im Internet habe ich nachgeschaut. Die Kritik an RB Leipzig? Für Ticket? Zwei Deutsche Pokalsieg. Und sonst keine, glaube ich. Ich sehe es halt so, es ist scheiße, wie manche drüber reden, vor allem weil jeder hat mal klein angefangen. Aber RB hat. Jeder hat mal. Ja, was hat er nicht klein angefangen? Ja, Alter! Er fickt sie! Ja, aber trotzdem, es geht ja darum, jeden gab's mal erst. Nicht, also noch nicht so lange. Bro! Bayern oder so, die gibt's ja jetzt schon länger. Merkt man auch den Hass gegen uns über, weil wir erst seit 2009. Und da ist das halt wirklich, verstehe ich nicht, weil jeder klein angefangen. Außer EB halt, klein angefangen. Ich bin hier am Leipziger Burgplatz, in einer Viertelstunde kommt die Mannschaft und feiert den Pokalsieg. Hier ist es wirklich rappelvoll, ich habe hier fast gar keinen Platz. So, wann bist du RB-Fan? Also, ich führe das jetzt den ganzen Abend fort mit den Stirnschlag. Tschüss zusammen.